Wir gucken uns den Spaß einfach mal an. Ich finde, Corona-Leugner, jeder darf seine eigene Meinung haben, ja, zu Corona. Jeder darf seine Meinung vertreten. Die Frage ist, wie cringe wollt ihr die vertreten, ja? Wollt ihr es ordentlich machen oder wollt ihr einfach hardcore reinscheißen? Und die meisten, die ich bisher gesehen habe, gerade im Internet, die haben halt hardcore reingeschissen. Ja, also in meinen Augen auf jeden Fall. Freunde der Krank... Blut. Nein, keine Sorge, kein Corona, nur Lungenkrebs. Wie ihr mitbekommen habt, gibt es ja momentan das Coronavirus und das geht ganz schön rum. Jetzt gibt es natürlich ganz viele Idioten, die da halt gar nicht dran glauben oder denken, dass da Leute übertreiben oder sonst irgendwas. Und deswegen gibt es halt immer wieder Demonstrationen dagegen. Gegen die Maßnahmen der Regierung, nicht gegen das Virus an sich. Spiegel TV ist da halt immer mal wieder unterwegs und ganz ehrlich, wir gucken uns das immer wieder im Stream an. Ich finde, Spiegel TV, warte mal, von wann war das? Warte ganz kurz. Spiegel TV. Vor einer Woche? Das kenne ich noch gar nicht. Hat er das verlinkt? Warte mal, hat er das verlinkt? Hier, Quelle. 27.10. Das kenne ich noch gar nicht. 1,3 Millionen Aufrufe. Wie kann ich das nicht kennen? TV ist da halt immer mal wieder unterwegs und ganz ehrlich, wir gucken uns das immer wieder im Stream an, folgt mir auf Twitch und ich komme auf diese Dummheit halt wirklich einfach nicht klar. Ich komme da halt wirklich nicht klar drauf, das muss ich ganz ehrlich einfach mal so sagen. Und deswegen will ich in diesem Video mal ein paar Idioten vorführen. Das erste, was mich aufregt, sind diese ganzen Boomer-Leute, die irgendwelche nicht vernünftigen Masken tragen und sich dann denken, Leute, das ist doch eine Maske. So einer hier zum Beispiel. Ich trage eine Mund-Nasen-Bedeckung, die die Forderung erfüllt, die Ausbreitungsgeschwindigkeit... Ist das leidenschaftlicher Imker oder wie? Was ist denn das? Also, mir fällt dazu halt auch nicht sein, weil was ist denn das? Ist das ein Moskitonetz oder was? Oder ist es ein Angler, hat gerade seinen Kescher mitgenommen. Was ist denn das? Da hat er das Gehirn völlig versagt. Das ist ja Realität von der Junge. Das ist so in der Verordnung, ist das festgelegt. Ich halte mich an die Verordnung. Haha, lol, schaut mich an, ich bin lustig, denn ich trage eine Kopfbedeckung, die gar keine ist. Vor allem schreibt die Wirtschaft Hessen dazu, es kann jede Bedeckung vor Mund und Nase verwendet werden, die geeignet ist, eine Ausbreitung des SARS-CoV-2 zu verringern. Das heißt, man muss etwas tragen, wo die Tropfen von Mund und Nase halt nicht durchgehen. Bei dem, was der Typ trägt, ist das halt nicht gegeben. Das heißt, es ist halt einfach faktisch gegen das Gesetz. Ja, er sieht halt auch einfach aus wie der letzte Troll. Das ist halt Real Talk so. Am besten ist aber immer noch dieser Typ hier. Hab eine Maske auf! Es ist eine Maske, das reicht nicht! Alter, Mund- und Nasenschutz. Der Typ setzt sich eine Maske über die Augen. Ey, wirklich, da sieht man einfach wirklich diese absolute Dummheit, ne? Also, das ist ja wirklich Wahnsinn. Wie sieht denn der aus? Also, wirklich, also, so dumm kann ein Mensch nicht sein. Also, so dumm kann ein Mensch wirklich nicht sein. Haha, schaut mich an, wie lustig ich bin. Ich trage eine Maske. Das Lustige ist ja eigentlich, dass es ja eigentlich gar nicht Maske heißt, sondern Mund- und Nasenbedeckung. Und bei diesem Ding sind halt weder Nase noch Mund bedeckt. Und der Typ geht in dem Moment ja wirklich davon aus, dass er recht hat, weil er trägt ja eine Maske. Ich verstehe diese Menschen nicht, Mann. Man kann ja auch wirklich... Das ist so die offensichtlichsten Dinge, wo die einfach reinscheißen, ne? Das gleiche auch mit Buhari. Leute, boah, warte, ich muss mal ganz kurz was sagen. Alter, wirklich, mich hat's gestern aus den Angeln gerissen, ne? Ich bin ehrlich, mir hat das gestern echt mein Leben beglückt. Ey, ich hab das Video gemacht zu Buhari, ne? Nichts ahnend ging das natürlich gut ab, ja? Ging nichts an, gut ab, lief wieder gut, ne? Also freut mich auch mega, dass die Videos in letzter Zeit auch so stabil ankommen. Und einen Tag später, ne? Das war sein erstes Video, ne? Ich reagiere ja auf seine Reaction und das war sein erstes Video auf seinem Kanal. Und er hat auch noch in seinen Kommentaren geschrieben, hier ab 1000 Aufrufe, lade ich ein Statement hoch zu der Sache. Was war? Der hat natürlich mehrere tausend Aufrufe bekommen. Der hatte sogar 1.000 bis 2.000 Dislikes darauf bekommen. Und der Typ wird einfach aufgrund seiner ersten Reaction, seines ersten Videos, ne, wurde er einfach gestrikt. Wegen Hassrede. Weil der, ich gehe davon aus, also ich denke mal, ihr habt ihn einfach des Jahrtausends gemeldet. Ich war das nicht, ja, ich habe auch gar nicht aufgefordert, irgendjemand zu melden. Ihr habt den gemeldet. Und wahrscheinlich hat YouTube dieses Hitler-Video gesehen. Und haben sich dann gedacht, nee, also es geht halt wirklich nicht. Und er hat mit seinem ersten, ich kannte das noch nicht, dass man mit seinem ersten Video, ne, mit seinem ersten Video so reinscheißt, dass du direkt einen Strike bekommst und eine Woche kein Video hochladen kannst. Der Typ hat es einfach geschafft, so krass zu verkacken, dass er schon im ersten Video nicht mehr weitermachen kann. Alter, wirklich, als ich das gesehen habe, dachte ich mir so, Alter, was ist denn momentan los? Ihr zerstört einfach die Kanäle von anderen. Ich kann nichts dafür, ja. Ich meine, bei ihm wird es sich halt einfach lohnen, wenn er jetzt einfach seinen Kanal löscht und sich einen neuen Kanal eröffnet, weil der
hat ja gerade erst begonnen. Ja, da kann er jetzt nochmal neu beginnen. Der hatte ja davor keine Zuschauer und jetzt danach hat er wahrscheinlich genauso wenig Zuschauer. Aber das war echt, also ich musste so lachen, ne? Ich musste wirklich so lachen, weil das einfach... keine Ahnung, inwiefern das Karma ist, aber es ist halt einfach Wahnsinn. Ich über die Maskenpflicht von mir aus diskutieren. Ich meine, ich finde sie jetzt nicht wirklich schlimm, weil ganz ehrlich, trag doch eine Maske und gut ist. Aber JungsInnen, wir haben Glück. Die noch nicht so informiert sind, Mann. Eine gute Nachricht geben. Wir haben hier keine medizinische Pandemie. Der Typ ist halt Arzt und behauptet das jetzt einfach mal so. Laut Wikipedia, der Quelle, die Lehrer am meisten vertrauen, steht zu Pandemie folgendes. Pandemie bezeichnet eine neu, aber zeitlich begrenzt in Erscheinung tretende, weltweite starke Ausbreitung einer Infektionskrankheit mit hohen Erkrankungszahlen. Mit Fallzahlen in Deutschland von über 10.000 täglich und weltweit über... Ich weiß gar nicht, sie ist jetzt immer noch so aus... Mit hohen Erkrankungszahlen. Mit Fallzahlen in Deutschland von über 10.000... Ja gut, es ist jetzt ein bisschen runtergegangen, aber es könnte jetzt wieder steigen. Aber als ich das hier gesehen habe, ne, fast 20.000 Neuinfektionen. Also ich meine, das sind ja jetzt nicht alles Leute, die heftige Symptome bekommen und in Intensivstationen müssen. Aber heftig, Alter. Und ich krieg's auch immer mehr mit, dass auch in der Umgebung, auch in Sachsen, ne, relativ viele mittlerweile davon betroffen sind. Und nehmt das wirklich nicht zu harmlos, ne? Also gerade das Corona-Ding. Ich muss ganz, also ich habe zum Beispiel mit Mastak, ihr mögt ihn vielleicht nicht so, ne? Ich bin da jetzt auch kein großer Fan von ihm, aber ich habe mit ihm geschrieben. Der hat ja momentan Corona oder hatte Corona. Ich weiß nicht, wie es jetzt aussieht. Und seine ganze Familie ist teilweise auch davon betroffen, sage ich mal. Und bei dem sah es richtig schlecht aus, ja? Da mussten auch Familienmitglieder bei ihm ins künstliche Koma, soweit ich das mitbekommen habe. Deswegen nehmt das nicht auf die leichte Schulter. Das ist nichts extrem Harmloses. Auch wenn das bei vielen halt fast nicht da ist. Ne? ...täglich und weltweit über 300 bis 600.000 kann man, glaube ich, schon ganz gut von einer Pandemie reden, um ehrlich zu sein. Warum checke ich das als Realschüler und der Typ als Arzt nicht, Digga? Irgendwas läuft auf der Welt hier gerade ganz gewaltig falsch, oder? Extrem geil in dieser Doku finde ich übrigens diesen Typen hier. Die Logik der Corona-Leugner? Wenn es keine Pandemie... Was für einer will der auf die Fresse bekommen, oder wie? Denkt er, der hat irgendwie eine Chance gegen die Polizei? Aber was ist denn mit dem los? Alter, hat er was genommen? Also er hat safe was genommen. Was ist denn das hier? Die Logik. Was ist denn los? Der geht ja unkontrolliert auf den Polizisten. Finde ich übrigens diesen Typen hier. Hier, aus nichts. Aus nichts, irgend so ein Sturmkampfringer. Die Logik der Corona-Leugner? Wenn es keine Pandemie gibt, dann sind natürlich auch die Aktionen der Ordnung. Ich meine, völlig verständlich. Ja, also auf eine Aktion folgt eine Reaktion und ich hoffe einfach, dass die Polizei da ziemlich ordentlich reagiert hat. Ihr müsst euch das einfach mal vorstellen. Der Typ läuft was komplett Fall, ohne Ausrüstung, Maske oder Waffe oder sonst irgendwas. Einfach random in einen Polizisten rein, der einen Helm trägt, wahrscheinlich eine Teflonweste von Kollege anhat, einen Schlagstock besitzt und wahrscheinlich noch 30 Leute im Rücken hat, die zur Not alle mit reinlaufen. Und er denkt sich in seinem Kopf so... Ja, Digga, den sollte ich auf jeden Fall wegschubsen. Okay, ich würde sagen, wir bleiben erstmal defensiv, gucken erstmal, was die Polizisten machen, erstmal ein bisschen die Reihe hier halten und dann erstmal gucken, dass wir uns von hinten so ein bisschen aufbauen. Jetzt nur keine Überstürzung. Warte. Wollen wir wetten? QNDV hat dann, also das macht er jetzt vielleicht bei mehreren Szenen, Achtung, und ich predikte, das hat er gemacht, weil er kam bei seinem Video erst auf 7 Minuten 50 und er musste noch ein paar Sachen einsprechen, damit er auf 8 Minuten 37 kommt oder über 8 Minuten kommt. Alter, wirklich, weil das kenne ich noch nicht, dass QNDV jemals solche Clips so einblendet, ja. Das bin ich nicht gewohnt von QNDV. Let's go, machen wir hier halten und dann erstmal gucken, dass wir uns von hinten so ein bisschen aufbauen. Jetzt nur keine Ich weiß nicht, wie man so dämlich sein kann, um da reinzulaufen. Also was hat der Typ denn bitte... Wirklich, seitdem er seine Partnerschaft wieder zurück hat, seitdem ist er so böse geldgeil, ne? Also ich würde einfach QNDV, ich würde einfach jeden Subscriber von QNDV einfach mal sagen, deabonniert ihn und abonniert mich, damit ich dann 1 Million Abonnenten habe. Dankeschön dafür, das war jetzt mein Einsatz. Liebe geht raus. Spaß, Leute, ne? Ich hoffe, ihr versteht halbwegs, dass ich damit sagen möchte, dass... jeder zweite QNDV abonnieren sollte dafür. Gedacht, wie das Ganze ausgeht. Dass er irgendwie Superman wird und jetzt 50 Polizisten allein fertig macht, geil. Oder was? Ich mach das auch Spaß so. Hier, deshalb. Ja. Nur wegen der Kohle macht ihr das. Ja? Ihr habt eure Seele verkauft. Ja, ihr Satanist. Krank, Alter. Die arbeiten für... Was? Warte, ganz kurz. Was hat er zum Schluss gesagt? Hat er gerade was mit Satanist gesagt? Warte, ganz schön. Ja,
das? Wegen der Kohle macht ihr das? Ja? Ihr habt eure Seele verkauft. Ja, ihr Satanist. Krank, Alter. Die arbeiten fürs... Ihr Satanist? Also check ich das nicht oder... Oder warum sagt ihr Satanist? Oder ihr Satanisten zum Schluss? In was für einem Zusammenhang steht das jetzt? Weil der die Seele verkauft hat, oder wie? Alter, einfach mal random jemand als Satanisten bezeichnen, ne? Klassisch, ja, klassisch. Geld! Heftig, ey, sowas würde ich nie im Leben machen. Ich bin eigenständiger Mensch und tue im Leben das, was mir Spaß macht. Herr Max, einen Kaffee bitte. Ja, sofort, Chef. Ihr macht euch alle strafbar! Womit machen die sich denn strafbar? Sie schützen nicht das Volk, sie schützen die Obrigkeit da oben! Die stürzt uns alle ins Verderben! Und jetzt verschwindet... Was ist denn das? Alter, wir müssen uns nachher diese scheiß Doku angucken. Wir müssen uns das angucken. Was ist denn das hier? Was ist denn das hier? Der zittert ja richtig. Junge, der hat einfach Parkinson. Weißt du, das ist eigentlich auch ungesund, mit Parkinson auf irgendwelche Demos zu gehen. Ob dir das schon mal jemand gesagt hat? Womit machen die sich denn strafbar? Sie schützen nicht das Volk, sie schützen die Obrigkeit da oben. Sie stürzt uns alle ins Verderben. Und jetzt verschwinde! Gehören die da oben nicht aber auch eigentlich zum Volk? Vor allem, was möchte er bitte damit erreichen, wenn er die kleine Cam in sein Gesicht hält? Denkt er irgendwie, das ist eine Waffe oder was? Piu, piu, piu. Vor allem kommt SpiegelTV da wahrscheinlich krank, mit so einer riesigen Ausrüstung an und der Typ hat so eine kleine Minicam. Wer davon gewinnt, weiß ich nicht. Wir haben eine Untersterblichkeit, keine Übersterblichkeit. Recherchiert besser. Bringt in den Medien mal die Wahrheit. Wir sind mit der Wahrheit hier. Die Wahrheit, nur die Wahrheit. Ich habe das Gefühl, dass sie halt komplett dumm ist. Und dass sie gar keine Ahnung hat, um was es hier eigentlich geht. Ich glaube, die hat einfach keine Ahnung, um was es hier geht. Die checkt das einfach nicht. Das ist auch so eine, die sieht irgendwelche Zahlen oder hört irgendwelche Zahlen und denkt sich so, ja, genau. Das stimmt gar nicht mit der Übersterblichkeit und sowas. Was erstmal generell komplett lost ist. Es geht eigentlich darum, dass die Zahlen so runtergefahren werden, dass die Krankenhäuser nicht überlastet sind. Ja, aber das checkt die wahrscheinlich nicht. Wovon redet ihr überhaupt? Weiß nicht, aber er hat ein Megafon. Sag, wir haben in Deutschland eine Untersterblichkeit. Wisst ihr, wie lange es mich gebraucht hat, um zu googeln, ob das stimmt oder nicht? Nicht so lange, wie ich für diesen Satz gebraucht habe. Wir sind momentan, was die Todeszahlen pro Woche angeht, leicht über dem Durchschnitt der letzten 3 Jahre. Man sieht hier aber deutlich, dass bei der ersten Corona-Welle die Zahlen deutlich über dem Durchschnitt und der Bandbreite der letzten Jahre liegt. Das Ganze hat mich jetzt seit ungefähr 10 Sekunden gekostet. Ich kann mich auch nur wie in jedem Corona-Video wiederholen. Ja, momentan geht es uns gut, aber wenn zu viele Leute sich gleichzeitig infizieren, ist das Gesundheitssystem überlastet, Leute können nicht behandelt werden und es gibt mehr Tote. Habt ihr es jetzt verstanden? Nein. Das ist vor allem auch so logisch, ne? Ich meine, es ist ja logisches Denken. Ich meine, bei Tim ist es ja so, der sagt, ihn triggert das extrem, wenn Leute nicht logisch denken können oder wenn die einfach dumm sind. Und ich muss aber diesmal wirklich sagen, mich triggert das gerade auch. Also, weil so dumm kann man nicht sein. Also, guck dir, das ist eine erwachsene Frau gewesen, ne? Wie kann man so komplett verblödet sein? Also, sorry, aber das ist ja wirklich, das ist ja komplett hinüber einfach. In meinen Augen, ja? Wie ihr das seht, habe ich keine Ahnung. Gut, dann in ein paar Tagen nochmal. Feine Diktatur. Wäre das hier eine Diktatur, by the way, dann dürften die hier nicht stehen, weil das, glaube ich, die hätten das, glaube ich, nicht erlaubt, ja. Aber es gibt ja eine Demonstrationsfreiheit? So in der Art? Demonstrationsrecht, stimmt, ja, Demonstrationsrecht. Ja, ist ein fester Bestandteil von der Demokratie, aber sie sagen, es ist eine Diktatur. In diesem Moment denke ich mir dann halt, und dann gibt es Leute, die befürworten das hier. Die denken, ja, es stimmt. Während einer erlaubten Demo frei seine kritische Meinung zu äußern und dafür nicht verhaftet werden. Wir sind wirklich kurz davor, in eine Diktatur abzurutschen. Ganz kurz. Vor allem meinen die ja auch damit die Maßnahmen. Aber man hat ja schon nach der ersten Welle gesehen, dass die Regierung das die ganze Zeit langsam aber sicher zurücknimmt. Also denken diese Leute jetzt wirklich, dass die Regierung sich so gedacht hat, okay, das erste Mal war nur so ein Test, aber beim zweiten Mal, da gehen wir voll rein, Digga. Alles wird geschlossen, für immer. Denn jede vernünftige Diktatur hat keine Schwimmbäder, die offen sind. Oder Kinos, Restaurants oder Freizeitgestaltungen. Es wird gearbeitet und basta. Mit dem Handy wird das mundschutzlose Treiben dokumentiert. Das ist einfach traurig. Ich glaube, ich würde da einfach, wäre ich da jetzt Zugfahrer, ich würde einfach stehen bleiben. Dann sollen sie laufen, ja, dann sollen sie laufen, dann, wenn die einfach nur dumm sind, dann, ja, Pech gehabt. Die finden sich halt einfach lustig dabei, in der U-Bahn so ultra-cringe-Songs zu singen,
und sich dabei nicht an die Regeln zu halten. Und das Geile ist ja, sie haben sich dabei einfach gefilmt. Das heißt, die Polizei kann die halt ohne Probleme identifizieren. Also noch dümmer geht's ja halt einfach gar nicht, oder? Die wurden dann halt irgendwann von der Polizei auch festgesetzt. Aber zum Glück gibt es noch motivierte Mitbürger, die alles dafür tun, dass diese Menschen wieder freikommen. Lass sie frei! Lass sie frei! Lass sie frei! Lasst sie frei! Lasst sie, ach, ist auch egal. Wow, so motiviert. Danke, Jungs. Ehre. Vielen Dank für eure Mithilfe. Ich wusste, auf euch kann man sich verlassen. Normalerweise sollten jetzt diese Menschen sagen, okay, wir haben uns nicht an Regeln gehalten, tut uns leid. Nicht diese Leute, die... Hätte ich das gewusst, ne? Hätte ich gewusst von dieser Doku. Das ist ja voll die Steilvorlage für ein geiles Video, oder? Das ist doch die größte Steilvorlage für ein gutes Video. Ich finde das Video von Tim auch sehr gut. Aber das ist ja wirklich, wäre auch das mit diesem Hashtag Joker nicht so gewesen, dann hätte ich mich ja voll drauf eingelassen. Beschweren sich halt hinterher noch bei der Polizei. Wie lange wollt ihr mich denn jetzt hier festhalten, verflucht? Ich muss doch eine Bahn bekommen. Naja, aber die Bahn, das Ding ist halt, du brauchst eine Maske, um in die Bahn zu kommen, weil das ist ja hier alles dann nicht erlaubt. Du chillst hier ein bisschen zu nah bei den Leuten und ich finde, du hast einfach mal eine Strafe verdient dafür. Ja, im Prinzip hat man ja dafür schon eine Strafe verdient. Sie hält sich ja sozusagen... Wobei, nee, es ist ja in der Öffentlichkeit. Da geht's vielleicht noch. Scheiße, es ist ja in der Öffentlichkeit. Ach, Mist. Ja, muss einfach nur warten, bis sie irgendwo reinläuft, wo man eine Maske tragen muss. Ah, das ist natürlich dann schade. Wäre nett! Hallo, das ist die einzige Bahn, die noch fährt. Was soll das denn, liebe Polizei? Tja, man hätte sich halt an Regeln halten können. Dann hätte man die Bahn vielleicht bekommen, die du ja sowieso nicht fahren darfst, weil du hast ja keine Maske mit. Also, von daher bringt sie halt so oder so nichts. Sie haben meine Daten... Sie haben meine DNA, Sie haben einen Arsch, aber Sie kriegen niemals meine Seele! Ist das jetzt eine Demonstration von Prostituierten gegen Zuhälter und Freier oder haben wir da gerade irgendwas vertauscht? Okay, sag an, was los? Wir haben keine Angst vor Corona. Corona, komm, Digga, wir machen hier. Zack. Aus dem Grund, weil wir Brüder sind. Ach, den Clip kenne ich. Wir sind Oberspray-Gang und wir stehen dazu. Das sind halt aber wirklich die Geizen. Die sind halt komplett drauf und labern irgendeinen Scheiß unzensiert in die Kamera und das ist anscheinend auch komplett in Ordnung für die. Alter, das Ding ist halt einfach, wie peinlich ist das bitte? Also ich meine, der Clip ging ja auch ziemlich weit rum. Das heißt, jeder kennt die mittlerweile. Was denken eigentlich die Freunde von denen? Also ich gehe jetzt mal davon aus, ich kann mir wirklich vorstellen, dass die schon Freunde haben. Ja, bei manchen anderen denke ich mir so, die sind komplett hobbylos, da geht gar nichts mehr. Aber bei denen so, was denkt die Familie, was denken Freunde? Wenn die Kinder sozusagen in so einer Doku sehen. Ich kann halt wirklich einfach nur hoffen, dass sie ihren Freundinnen nicht erzählt haben, dass das ja nur ein ganz ruhiger Jungsabend wird. Ach, 2, 3 Bier und dann gehen wir schlafen. Und am Ende sehen die das dann bei Spiegel TV. Wäre auf jeden Fall sehr, sehr lustig. Parteidingern oder was, Alter? Alle kauen, keiner isst. Ach ja, und dann die Mitglieder der AfD und NPD. Ich höre ja immer wieder, dass Ausländer hier nicht zu suchen haben, dass wir deren Kultur nicht brauchen und dass sie so viel kaputt machen. Ich beweise euch jetzt das Gegenteil. Denn diese Muslime hier haben einen Trick gefunden, wodurch man in der Stadt nie wieder eine Maske tragen muss. Wenn das Chipsessen eingestellt ist, dann die Maske tragen. Anscheinend kann man einfach mit einer Packung Chips rumlaufen und muss dann halt nie wieder eine Maske tragen, weil man ja die ganze Zeit am Essen ist. Oh, ich glaube, das probiere ich mal aus. Oh, ich glaube, das ist etwas falsch gelaufen. Im Endeffekt ist das schon die gesamte Doku. Naja, was heißt im Endeffekt schon? Also ich habe euch halt wirklich jede einzelne Person eigentlich vorgestellt. Ich verstehe solche Menschen halt ehrlich gesagt einfach nicht. Ihr könnt ja gegen die Regeln sein. Das ist absolut in Ordnung und das ist ja auch euer Recht, dafür auf die Straße zu gehen. Aber wie wär's denn mal, wenn ihr ein bisschen mehr bei den Fakten bleibt oder euch wenigstens an die Regeln haltet, die Regierung vorgibt? Weil wenn ihr das nicht tut, dann habt ihr halt einfach Probleme. Und im Endeffekt ist damit ja wirklich keinem geholfen. Was sagt ihr dazu? Gibt es Corona? Okay, thanks, bye, Leute, ja. Gutes Video, hat mir gut gefallen.